Zwischen Ausgangsbeschränkungen und Homeoffice ist es wirklich nicht einfach, noch die Freizeit zu gestalten. Hier finden Sie Tipps und Ideen. Für uns alle ist die aktuelle Zeit nicht einfach. Homeoffice oder keine Arbeit sind schon Belastung genug. Dann noch die Kinder zu Hause und die Ausgangsbeschränkung. Da tauchen viele Fragen auf. Keiner weiß so recht, wie er die Zeit rumbringen soll. Trotz Ausgangsbeschränkungen kann man die Zeit zu Hause auch schön nutzen. Angefangen mit Spaziergängen mit den Kindern. Ja, sie dürfen auch an die frische Luft. Spaziergänge mit den Mitgliedern ihrer Wohnung sind nicht verboten. Also gehen Sie mit Ihren Kindern oder Ihrem Partner auch mal nach draußen. Die wichtigste Regel, an die Sie sich hier halten sollten, ist Abstand zu anderen zu halten. Wenn Sie einen Garten haben oder einen Balkon, dann nutzen Sie diesen doch auch. Egal ob spielen mit den Kindern, ein Buch zu lesen oder sogar grillen. Es gibt einige Dinge, die man auch hier tun kann, ohne anderen Menschen zu nahe zu kommen. Bei dem aktuellen Wetter kann man sich auch einfach auf einem Stuhl oder einer Liege mal etwas in die Sonne legen und die Augen schließen. So können Sie entspannen oder die Zeit mit der Familie genießen. Um auch mit Freunden oder Familienmitgliedern, die nicht in Ihrem Haushalt leben, Kontakt zu halten, nutzen Sie das Telefon, Ihren PC und das Internet. Videotelefone und Skype-Calls sind hier gute Stichworte. Selbst einen Brief zu schreiben kann jetzt wieder etwas Schönes sein. Da können die Kleinsten sogar mit kreativ werden. Halten Sie so regelmäßigen Kontakt auch zu Oma und Opa. Zahlreiche Fitnessstudios und auch Gruppen im Social Media Network bieten Workouts für zu Hause. Für die Fitnessbegeisterten unter Ihnen ist das genau das Richtige. Zumal man auch die Beiträge für das Studio weiterzahlt oder aber einfach fit bleiben will. Nutzen Sie die Kanäle und Möglichkeiten, die Ihnen geboten werden, und in Bewegung zu bleiben, ohne zwingend nach draußen gehen zu müssen. Aktivitäten mit Kindern gibt es auch zahlreiche. Basteln Sie zum Beispiel mal wieder mit ihnen. Ob nun mit Knete, Buntstiften, Pinseln, Bastelkarton oder Klopapierrollen. Packen Sie die Spiele aus Ihrer Kindheit wieder aus und genießen Sie die gemeinsame Zeit.